Der Sommer ist die Hochsaison für Insekten. Die Blumen blühen, überall summt und brummt es. Doch irgendwann bricht die kalte Jahreszeit herein und es wird schwer für die Insekten. Sie müssen einen Weg finden, den Winter zu überstehen. Das gilt auch für Schmetterlinge. Einer von ihnen ist der Admiral. Am blühenden Efeu tankt er das letzte Mal Kraft. Bevor der Winter beginnt, geht es auf eine große Reise. Wie Zugvögel machen sich Admirale auf den weiten Weg nach Süden. Sie verlassen Mitteleuropa und flattern über 1000 Kilometer weit. Auf ihrer Reise überqueren sie sogar Pässe von über 2500 Meter Höhe, damit sie schließlich im warmen Südeuropa für die nächste Generation sorgen können. Während der Admiral vor der Kälte flieht, blüht ein anderer Falter im Winter erst richtig auf. Wenn die Temperaturen unter Null fallen, schlüpfen nachts die Frostspanner. Die 2 Zentimeter langen Männchen schwärmen um die Bäume und warten auf ihre Partnerinnen. Die Weibchen wirken wie von einer anderen Art. Sie krabbeln etwas später die Bäume hoch. Fliegen können sie mit ihren verkürzten Flügeln nicht, sind dafür aber umso anziehender. Mit Duftstoffen locken sie die Männchen herbei. Und die Paarung in der klirrenden Kälte kann beginnen. Kurz darauf legen die Weibchen ihre Eier in Rindenritzen. Beide Geschlechter sterben wenig später, ohne als Falter jemals etwas gefressen zu haben. Im Frühling trägt ihr kurzes Leben Früchte. Die Frostspannerraupen sind geschlüpft. Sie fressen und fressen, um sich bald schon wieder zu verpuppen. Auch die Admirale sind wieder zurück. Allerdings nicht dieselben, die im Vorjahr im Herbst in den Süden gezogen sind. Es ist bereits die nächste Generation, in Südeuropa geschlüpft und nun nach Norden geflogen, um hier den Sommer zu verbringen.